Wir werden nämlich heute Schokoladenmuffins machen mit einem Topping obendrauf, was dann auf Neudeutsch auch wieder Cupcake heißt. Ja. Nicht ganz so süß, das heißt eigentlich zuckerfrei. Das Topping obendrauf ist auch komplett ohne Butter. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier auf meinem Kanal bei Katrin Backt. An meiner goldenen Seite begrüße ich nun Schauspielerin und Synchronstimme Sarah Kotsch. Und ich finde es super Bombe, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch sehr. Hast du für dich schon gebacken? Bäckst du für dich Ding? Also ich habe früher unglaublich gerne gebacken. Und ich glaube, ich habe damals aber schon damit angefangen zu gucken, okay, wie kann ich da ein bisschen weniger Zucker reinmachen, weil ich bin nicht so eine Süße. Irgendwann habe ich dann angefangen zu versuchen, Zuckerersatzstoffe zu benutzen. Dann hat es keinen mehr geschmeckt und seitdem backe ich nicht mehr. Wir werden heute deinen Leuten beweisen, dass ein Zuckeraustauschstoff sehr wohl schmecken kann. Natürlich auch mit dem Unterstrich, es ist auch ein Ticken gesünder. Ja. Die liebe Sarah wird jetzt anrühren Dinkelmehl, weil es für den Körper bekömmlicher ist. Wir haben Joghurt, wir haben Eier, etwas Pflanzenöl, Salz, Backpulver, entölten Kakao und Kokosblütenzucker. Wenn man Kokosblütenzucker konsumiert, dann steigt der Blutzuckerspiegel während des Verdauens und nach dem Essen nicht so schnell in die Höhe an, sondern kontinuierlich. Ja? Kriegt man auch nicht so schnell wieder Heißhunger. Genau, es gibt auch danach nicht diese typischen Heißhungerattacken. Also, wir schütten nämlich alles einfach rein in eine Schüssel. Okay, cool. Zack. Das ist ein Riesenprogramm hier. Und jetzt Eier? Nicht kompliziert aus, genau. Hast du, ja, tu. Okay. Das sah doch jetzt nicht professionell sehr, aus. Sehr professionell aus. Ne? Gut, dass es geklappt hat. Ja, ohne Schale. Aber ohne Schale. Ne? Ja. Süß mit Katze. Eine dicke Katze. Hast du Haustiere? Nee, ich hatte schon mal einen Hund und das war sehr schön. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir noch mal einen Hund anschaffe. Süßer kleiner Hund. Das ist ja dann auch ein Unterfangen, ne? Weil wenn du viel unterwegs bist und wir sehen uns ja hier und da mal und wenn ich keine Zeit und hier und dann wieder Studio und dann nochmal am Drehen hier. Dadurch, dass ich ja Synchronsprecher und dergleichen, bin ich ja selbstständig und habe ja auch Bürotage. Ne? Und Text lerne ich ja auch zu Hause oder im Park, je nach Wetterlage. Und da kann man sich ja schon auch um Hund kümmern. Und ich glaube halt, dass das ein guter Ausgleich ist. Den Kokosblütenzucker. Ich mache nur den Salz, damit es so aussieht, dass ich hier auch irgendwas mache. Und wir nehmen 2 Teelöffel Backpulver. Warum kommt denn eigentlich ein süßes Essen Salz? Das hat was mit der Elektrolyt zum einen zu tun und zum anderen brauchst du ja immer noch einen kleinen Gegenpol. So? Bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Kleine Sarah-Löffel halt. Ich hätte da noch kleinere, falls du möchtest. So? Ja. Tada. Ein Viertel noch. Ein Viertel noch? Ja, die geizen damit nicht, ja? Ah, ui, okay. Alles gut. Ja, ja. So, okay. Siehst du? Ich habe da was vorbereitet. Und jetzt da rein, ne? Wenn du dir etwas wünschen dürftest, was wäre das? Ich glaube eigentlich gar nichts so Außergewöhnliches. Das Leben leben in all seinen Höhen und Tiefen, aber nicht so tief, dass ich irgendwann mal ganz schlimm krank bin oder sowas. Ja. Und du? Ähnliches, weil es nämlich alles Dinge sind, die man selber nicht beeinflussen kann. So. Die wandern jetzt für 15 bis 20 Minuten bei 175 Grad Umluft in den Backofen. Und wenn die dann ausgekühlt sind, werden wir das Topping machen. Ich habe jetzt den Quark schon mal in ein kleines Küchentuch. Warum macht man das? Um die restliche überschüssige Molke herauszuholen. Mhm. Weil sonst ist es nachher zu weich. So. Erst anschlagen die Sahne und dann kommt das Sahne. Ach so, echt? Ja, ja, es muss erst ein bisschen angeschlagen werden. Ah. Das machst du? Das mache ich immer andersrum. Warum muss man das so machen? Denn dann verbindet sich das gleich. Ah. Das ist schon, sonst wird es ja gleich klump. Nee? Mhm. Mal gucken. Ich bin ja lernbereit. Der Feind Willi will, hat gesagt, ich schicke ein bisschen Zucker rein. Aber wir sind ja heute ohne unterwegs. Du siehst, da hast du gesehen, es macht gar keinen Unterschied. Ja, ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. Inwiefern? Naja, weil wenn du das erst schon ein bisschen anschlägst, dann arbeitest du ja schon ein paar Luftblasen mit ein. Ja. Das heißt, dieses Bindemittel, was enthalten ist, dockt dann da nochmal zusätzlich mit an. Und was machst du mit dem Quark hier? Den Quark habe ich jetzt schon ein bisschen homogen gerührt mit unserem Zuckerersatz. Mhm. Mhm.
Musst mal probieren für dich, ob dir das reicht an Süße oder ob du sagst, du möchtest noch ein bisschen mehr drin haben. Ja. Reicht dir das? Ja. Gut. Jetzt kommt die Schlagsahne unter den Quark. So. Ich finde das sehr schön. Und der ist ja putzig. Einmal, genau, einmal untergeben und dann müsste es, aber es ist halt momentan brocke warm wie bei uns. Aber der Quark ist noch schön kalt, das ist gut. Sehr schön. Reicht schon? Ja, ich muss aus Versehen noch mal kosten. Und den Vanillearoma wird jetzt noch mit eingearbeitet und dann sind wir damit auch durch. Mhm. Jetzt kommt alles in eine Schnittstelle. So. Ich drück einfach mal drauf und guck, was passiert. Genau. Bäm. Sind die schick. Meins. Gut. Ich glaube. Aber gute Reaktion, ne? Meine voll beide. Voll Mädchen. Erstmal schön schreien. Aber ich nehm's. Okay. Sehr gut, Mädchen. So, und ich versuche mich mal am zweiten. Wow. Also normalerweise würde das, was in der Rezeptur steht, reichen. Nur heute mal nicht. Na, das sieht aber nicht so schön aus. Mach du das mal in sexy, bitte. In sexy? Ja, ich möchte jetzt einen sexy Muffin sehen. Der Trick liegt im langsamen Spritzen. Wow. Siehst du, sieht genauso aus wie deiner. Guck mal, das könnten Geschwister sein. Wenn du möchtest, können wir jetzt als Obertopping, ja, habe ich hier nochmal Kokosblütenzucker, mhm, mit etwas Kakao und Abrieb einer Tonkabohne. Mm. Das machst du auch Zimt drin? Ja, ein bisschen. Das hast du vergessen zu sagen. Aber mal gucken. Das ist die Überraschung. Was denn jetzt? Warte, wir machen den. Aber wir retten den. Nämlich so, als wenn man das nicht retten kann. Und da würde ich dann aber vorschlagen, sonst hast du zu viel drauf, dass du es mit den Fingern drüber prieselst. Es fehlt hier immer noch. Warte, ich nehme das mal. Liebe Sarah. Ja. Es sieht sehr kunstvoll aus. Ich finde, schöner hätte es nicht werden können. Ich finde es auch herrlich. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ja, auch. Wir werden demnächst noch mal was Neues, anderes basteln. Ja, ich möchte sehr gerne mit dir einmal Weihnachtsplätzchen backen. Das fände ich richtig toll. Kriegen wir hin. Ja, sehr alle schön. Gesehen! Ja! Oh! Aber ich möchte noch Danke sagen. Es gibt ja immer ein kleines Dankeschön, auch heute für dich, weil du bist viel unterwegs. Und wir haben da etwas vorbereitet. Ta-ta-ta. Ein kleines Reiseutensil, damit Waschlappen, Zahnbürste und Wimperntusche immer gut geordnet wegsortiert sind. Danke. Vielen, vielen Dank. Wir verabschieden uns jetzt und sagen merci, tschö mit Ö. Bis später. Tschüss. Jetzt werde ich den aber essen. Ja, cool. Dankeschön für die Tasche. Das ist super. Sehr gerne. Mm. Ist meins. Das ist echt lecker, vor allem das, ich finde die Art der Schokoladigkeit da drin ganz geil. Ja, es klatscht nicht so ab, ne? Das ist nicht so süß vor allem. Mhm. Das ist, vor allem mit Austauschstoffen kann man nicht backen. Klar, klappt prima. Sehr, sehr lecker. Liebe Sarah, sollte das irgendwann mit der Schauspielerei und dem Synchron nicht mehr funktionieren, du bist bei mir zu Hause, herzlich willkommen. Dankeschön, vielen Dank.